Ihr habt Plätzchen gebacken, die ihr verschenken möchtet, allerdings nicht in einer langweiligen Tüte. Dann jetzt aufgepasst. Wir haben euch drei Verpackungs-Lifehacks, die einfach zu basteln sind, nicht viel Material brauchen und total klasse aussehen. Für die erste Variante brauchen wir einen Pappteller, eine Schere und etwas Washi-Tape. Den Pappteller zweimal falten, sodass die beiden Außenteile etwa gleich breit sind. Nun auch die anderen beiden Seiten zur Mitte hin falten. Allerdings sollten diese Falze etwas weiter von der Mitte entfernt sein. Mit der Schere nun viermal einschneiden, die Schachtel zusammenfalten und mit etwas Washi-Tape fixieren. Nach dem Pappteller kommt der Pappbecher. Den Rand rundherum entfernen. Mit der Schere ca. 8 Schnitte einschneiden und zur Mitte knicken. Die gefüllte Schachtel kann verschlossen werden, indem die geschnittenen Streifen übereinander lappend Richtung Mitte geklappt werden. Und nun zur Variante, die mir persönlich am besten gefällt. Dazu braucht es eine Kartonverpackung von einer Aluminium- oder Frischhaltefolie, dann Geschenkpapier, Schere und Leim und Backpapier. Den Karton einmal mit Geschenkpapier überziehen. Einen Streifen Backpapier reinlegen und die Plättchen hintereinander legen. Zum Verschenken noch eine schöne Schleife drum und fertig. Drei super einfache Ideen, wie ihr eure Plättchen verschenken könnt. Welche Variante gefällt euch am besten? Schreibt es uns doch in die Kommentare rein. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben und wünschen euch einen schönen Tag. Bis bald!